Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, im Landtagswahlprogramm der CDU von 2011 heißt es, ich zitiere, Schulen in freier Trägerschaft sind eine sinnvolle und notwendige Ergänzung des staatlichen Bildungssystems. Die Fördersätze der Schulen in freier Trägerschaft werden wir stabilisieren. Ende des Zitats. Herr Kokert, wie soll ich es Ihnen nur sagen? Ich versuche mal, den Begriff zu umschreiben, der mir am treffendsten erscheint, aber unparlamentarisch ist. Entweder Sie wollen die freien Schulen auf den Arm nehmen oder Sie wurden mit diesem Antrag veräppelt. Ihr Antrag gaukelt nur ein Handeln vor. Und das finde ich schade, wenn Sie sich doch als der Retter der freien Schulen hier hinstellen. Ist der Antrag Ihren Intentionen überhaupt... Hier wird nichts aufgeschrieben, Herr Kokert, hier wird selbst geschrieben, weil wir nämlich selbst denken. Das scheint mir aber bei dem Antrag nicht der Fall zu sein. Ihr Antrag, ich werde Ihnen das einfach belegen. Ihr Antrag führt zu einer Reduzierung der Schulen in freier Trägerschaft, zu einer Kürzung der Fördersätze und zu einer Willkürvergabe der Finanzhilfen im Bereich der beruflichen Schulen. Sehr geehrte Abgeordnete der CDU-Fraktion, mich verwundert, dass Sie diese Kürzungen und Wankelmütigkeit nicht erkennen. Sind Sie doch nur aufs Notdürftigste, aber wirklich aufs Notdürftigste in dem Antrag kaschiert worden. Mich verwundert ebenfalls, dass Ihr Antrag einerseits vor der im Oktober stattfindenden Anhörung zu der Privatschulkostensatzverordnung im Bildungsausschuss gestellt wird und andererseits erst Monate nach Inkrafttreten der Privatschulverordnung. Sind Sie momentan derart in der Klemme, dass Sie meinen, jetzt handeln zu müssen, das aber mit Ihrem Antrag nicht tun? Ich bin aber noch nicht am Ende meines Verwundertseins, denn Ihre Fraktion lehnte eine Anhörung zu der genannten Verordnung im Bildungsausschuss ab. Und erst im zweiten Anlauf sind Sie dem Wunsch auf eine Anhörung der Bündnis Grünen und meiner Fraktion gefolgt. Also, Herr Kokert, es ist bei weitem keine Initiative der CDU. Im Punkt 1 Ihres Antrags, Herr Kokert, warum sind Sie so aggressiv? Weil getroffene Hunde bellen, hätten Sie sich Ihren Antrag wirklich durchgelesen. Das bezweifle ich. Dann hätten Sie es gemerkt, Herr Kokert, Sie hätten gemerkt, dass Sie die freien Schulen in die Irre führen. Im Punkt 1 Ihres Antrages sind Ihnen gleich mehrere Fehler unterlaufen. Sie betonen, dass Sie sich zu Schulen in freier Trägerschaft als wünschenswerte Ergänzung des öffentlichen Schulwesens bekennen. Meine Fraktion hingegen hält sich hier selbstverständlich an das Grundgesetz, Artikel 7, der diesen Schulen ein Recht auf Einrichtung gewährt. Denn zu einer pluralistischen und leistungsfähigen Bildungslandschaft gehören wünschenswert und Recht, komme ich auch gleich noch mal dazu, gehören natürlich auch Schulen in freier Trägerschaft. Schon allein deshalb, weil staatliche Schulen zu politischer und religiöser Neutralität verpflichtet sind. Aber gerade Familien mit religiöser Bindung müssen die Chance haben, die Kinder an Schulen geben zu können, die ihrem Glaubensbekenntnis entsprechen. Sie wandeln mit Ihrem Antrag einen Rechtsanspruch in einen Wunsch um. Und dafür ist nicht mehr das Grundgesetz, sondern der Weihnachtsmann zuständig. Das alleine, Herr Kokert,
sollte schon genügen, um nochmals über die Ernsthaftigkeit Ihres Antrags nachzudenken. Der Knaller allerdings ist Ihre Willensbekundung, dass es im Haushaltsvollzug insgesamt nicht zu einer Absenkung der veranschlagten Finanzhilfe kommen soll. Herr Kokert, ein einziger Blick in den Einzelplan 07 hätte ausgereicht, um zu erkennen, dass in den kommenden Jahren eine gleichbleibende Summe von 70 316.000 Euro an Finanzhilfen eingestellt ist. Eine 70 316.000 Euro. Eine ähnliche Summe hat aber auch im vergangenen Jahr nicht ausgereicht. Es musste mit über 3 Millionen Verstärkungsmitteln nachgebessert werden, weil die geplanten Finanzhilfen eben hinten und vorne nicht genügten, um den gesetzlichen Anspruch auf die Finanzhilfe zu realisieren. Sieht man sich über dieses Dilemma hinaus noch die Schülerzahlen an, werden Sie feststellen, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die die Schulen in freier Trägerschaft besuchen und besuchen werden, beständig steigt. In diesem Schuljahr lernen beispielsweise 700 Kinder mehr an freien Schulen als im vorangegangenen Jahr, als mit 3 Millionen Euro nachgebessert werden musste. In den beiden kommenden Schuljahren steigt die Schülerzahl um über 1.300. Nun frage ich Sie, wie sollen Schulen in freier Trägerschaft mit einer Steigerung von ca. 2.000 Schülerinnen und Schülern mit den gleichen Finanzen auskommen, die schon bei einer wesentlich geringeren Schülerzahl nicht ausgereicht haben? Rechnet man nur mit einem durchschnittlichen Finanzhilfesatz und immer zugunsten des Landes, bedeutet es, dass in diesem Schuljahr ein Mehrbedarf von mindestens 5 Millionen Euro zu erwarten ist und 2014 und 2015 von jährlich 10 Millionen Euro. Dass ein Mehrbedarf besteht, belegen auch die Ausführungen des Ministeriums auf meine Frage in den Haushaltsberatungen, wie künftig gesichert wird, dass es nicht zu erheblichen überplanmäßigen Ausgaben durch die steigenden Schülerzahlen kommt. Ich zitiere die Antwort. Da die Träger von Schulen in freier Trägerschaft bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern nicht reglementiert werden können und die Personalausgabenzuschüsse sich aus den Ist-Ausgaben des Vorjahres ableiten, ist für die Zukunft nicht auszuschließen, dass die tatsächlichen Ausgaben von den Haushaltsansätzen für die Finanzhilfe abweichen. Sie sagen in Ihrem Antrag, sie sollen nicht unterschritten werden. Das ist eine Farce. Die Schulen brauchen 5 bis 10 Millionen mehr Euro jährlich. Sie können nicht allen Ernstes davon reden, dass die Haushaltsansätze nicht unterschritten werden, Herr Kokert. Das ist schlicht eine Unmöglichkeit. Das ist ein fataler Fehler, den Sie hier begehen, weil wir 5 bis 10 Millionen mehr brauchen. Das ist es. Das Maß ist ja noch nicht voll. Denn auf die Frage meiner Fraktion zum Doppelhaushalt, welche Auswirkungen auf die Finanzhilfen durch den Ablauf der Wartefrist von freien Schulen erwartet werden, antwortet das Bildungsministerium, ich zitiere, für die Schulen, die die Wartefrist in den Haushaltsjahren 2014, 2015 beenden, sind die für die Gewährung der Personalkostenzuschüsse voraussichtlich erforderlichen Mittel im Rahmen der Haushaltsansätze zu erbringen. Ende des Zitats. Das heißt ausschwitzen, das heißt weniger Geld für mehr Schülerinnen und mehr Schüler. Lassen Sie diesen Inhalt Ihrer oberflächlichen Willensbekundung so stehen, dann fordert Ihre Partei damit wirklich eindeutig eine drastische Kürzung der Finanzhilfe. Und das kann doch nicht Ihr Wille sein. Sehr geehrte Damen und Herren, der zweite Punkt des Antrags fordert die Träger der freien Schulen auf, ihre tatsächlichen Kosten transparent und zeitnah offenzulegen. Das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit, der die Träger dieser Schulen bisher auch ohne ihre Aufforderung nachgekommen sind. Aber warum erwähnen Sie diesen Umstand so ausdrücklich? Unterstellen Sie den Trägern der freien Schule, dass sie etwas verzögern würden? Oder wollen Sie...
oder wollen Sie die Schulen explizit auffordern? Ich habe bestimmt an meiner Tiefgründigkeit mehr gearbeitet als Sie an Ihrer Oberflächlichkeit. Die Unterlagen, die die Schulen einreichen müssen, sind zum Teil wirklich unsinnig und irrelevant, weil sie nichts mit der Zuweisung der Finanzhilfe zu tun haben. Da kennen Sie die Unterlagen nicht, die haben die Träger der freien Schule schon längst erhalten. Können Sie mir erklären, warum die Träger zum Beispiel die Anzahl der zu bildenden Klassen melden müssen? Das muss keine Schule in staatlicher Trägerschaft. Oder den Umfang der geplanten Unterrichtsstunden. Das muss. Nein, hören Sie zu, hören Sie einfach zu. Wen interessiert die Anzahl der Hortkinder für die Vergabe von Finanzmitteln, die einzig und allein für die Unterrichtsversorgung zur Verfügung stehen? An dieser Stelle schafft das Land wirklich eine viel zu große Bürokratie und damit ruft es natürlich Aufwand und Ärgernis hervor. Es ist gut und richtig, dass auch die Zuweisung der Finanzen für freie Schulen geprüft wird, was bisher nicht in dem Umfang vorgesehen war. Wer staatliche Gelder erhält, Herr Kokert, muss auch lückenlos ihre Verwendung nachweisen können. Und zwar in diesem Fall, nein, die für den Unterrichtsbetrieb aufgewendeten Hortkinder, Anzahl der zu bildenden Klassen ist ganz, ganz irrelevant. Nein. Ja, aber warum sollen denn die Träger der freien Schulen den ganzen anderen Blödsinn melden? Nur so kann sichergestellt werden, dass die Besoldung, und darauf kommt es ja auch an, der Lehrkräfte an freien Schulen nicht hinter den Gehältern und Vergütungen der Lehrkräfte an gleichartigen öffentlichen Schulen zurückbleibt, wie es das Schulgesetz vorsieht. Abschließend sieht Ihr Antrag, sehr geehrte Abgeordnete der CDU, im Bereich der beruflichen Schulen vor, im Einzelfall eine Anpassung der Finanzhilfesätze vorzunehmen. Ich vermute, dass Sie das so ausdrücklich betonen, weil Sie ganz genau wissen, dass auch diese Zuweisungen nicht ausreichen, um vor allem weiterhin in den Berufen auszubilden, bei denen sich der Staat schon vor Jahren teilweise aus der Verantwortung gestohlen hat. Momentan sind wir auf die beruflichen Schulen in freier Trägerschaft, vor allem in den Bereichen Kranken- und Altenpflege sowie in der Heilerziehungspflege angewiesen. Aber gerade hier wurden nur 50% der Finanzhilfen der staatlichen Schulen zugewiesen. Wie will die Schulen in freier Trägerschaft, Herr Ringgut, haben einen Rechtsanspruch? Ein Rechtsanspruch lässt keinen Ermessensspielraum zu. Das steht in Ihrem Antrag. Nach Ermessen wird im Einzelfall entschieden. Ein Rechtsanspruch lässt keinen Ermessensspielraum zu. Wie will Mecklenburg, nein, die sind festgeschrieben, Herr Kokert. Wie will, die Fördersätze sind festgeschrieben, gucken Sie in die Privatschulkostensatzverordnung. Wie will Mecklenburg, im Einzelfall kann man bei einer Rechtsgrundlage nicht anders entscheiden. Ein Recht lässt keinen Ermessensspielraum zu, Herr Kokert. Nein, nein. Wie will Mecklenburg-Vorpommern den Fachkräftemangel in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Altenpflege beheben, wenn es sich selbst dieser Ausbildung nur noch marginal oder gar nicht mehr widmet, den freien beruflichen Schulen die entsprechenden Kosten aber nur anteilig und damit unzureichend gewährt? So kann weder Bildung noch Ausbildung funktionieren. Wir wollen, dass Sie kostendeckend ausgestattet sind, Herr Kokert. Und wenn Sie das auch gewollt hätten, dann hätte dieser Punkt in Ihrem Antrag hätte lauten müssen, in den Bildungsgängen, in denen das staatliche Angebot nicht bedarfsdeckend ist, wird der Finanzhilfesatz bis zum Ausbau der staatlichen Ausbildungsangebote in diesen Bereichen auf 80% angesetzt. Ich warte Anhörungen ab, Herr Kokert, im Gegensatz zu Ihnen. Weder von Ihren Ankündigungen noch von wohlfeilen Worten noch von versteckten oder auch gleichzeitig doch so offensichtlichen Kürzungen werden freie Schulen unterstützt. Zusammengefasst, Herr Kokert, Rettung geht anders.